Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mafia. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Karten zusammen und ich gucke mal, ob man die. Ach so, wo gehen wir hin? Millie Island, keine Ahnung, wo ich hier soll. Lasst uns die jetzt mal kombinieren. Die Löcher der drei Flaggen stehen in einer Linie und zeigen eine genaue Position an. Ich werde sie mit einem X markieren. Okay. Oh. Oh, cool. Nichts wie hin. Gott, sieht das Schiff aus. Das ist wirklich spannend. Murray? Hat dich jemand um der Meinung gefragt? Nö. Er ist an mein Schiff gekettet. Ach was. Vorsicht da unten. Vorsicht da unten. Vorsicht, Haie. Liegen wir auf der Lauer oder warten wir einfach nur? Ne, auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. 3, 4 Minuten habe ich Luft, okay. Oh, das ist ein Kugelfisch. Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. War so klar, dass es nicht so einfach geht, oder? Murray, halt dich. Ich bin noch nicht einmal sterblich und ich spüre, wie die Minuten verrinnen. Okay. Ich habe eine Idee. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht sind und dein Kopf am Bug des Schiffes klebt. Träum weiter. Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Hallo. Meine Lunge ist wieder voller köstlicher Luft. Perfekt. Wie du unter Wasser sprechen kannst, weiß ich ja nicht. Er macht, dann mach halt ein bisschen inne, dass man da hochkommen wieder. Bevor man da ertrinkst. 8 Minuten Luft erhalten. Wer schafft, wo liegt der Weltrekord? Wisst ihr das? Ich weiß, es gibt Menschen, die kennen das verdammt lang, aber... Okay. Was sieht man da jetzt? Ach was. Es ist wunderschön. Sieht aus, als hätte ich dich aufgespürt. Ach, guck mal du. Ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Oh mein Gott. Okay. Es ist nicht meine Schuld. Sie hätten den Schlüssel nicht so fest reinstecken sollen. Eben. Wer sieht wütend aus? Ich bin nicht abergläubisch, aber ich habe schon zu viele wütende Geister gesehen. Ich haue besser ab. Okay. Ich tät's auch sagen. Hauptsache mein Handyschlüssel. Mein Handyschlüssel. Es fehlen noch 3. Oh Gott, was denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Freeboard? Am Leben? Wie ist das möglich? Jemand hat ihn mit einer alten Frau auf der unteren Straße sprechen sehen. Ich habe es selbst bestätigt. Ich mache mir mehr Sorgen um die alte Frau als um Threepwood. Wer ist sie? Nur ein alter Knochen. Wir müssen schnell die Schlüssel holen. Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Ich habe mich um sie gekümmert. Hervorragend. Sie hatte einen Schlüssel bei sich. Einen großen, goldenen. Wollen Sie ihn? Nein, nein, wir brauchen die Schlüssel nicht. Wir haben einen besseren Weg. Versteck ihn einfach dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt. Wo denn? Ist mir egal. Lass dir was einfallen. Ja, Captain. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für Kann dich. Kann ich nur den du Hebel drehen? Du musst ein paar Dinge von unserem Schiff holen.
denen mache ich noch sowas von der Gar aus. Nein! Ich will ein Lichter! Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ja, ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Ja, ist recht. Geh hoch. Ich bin ungeduldig, halt ich fest. Aber es war ja auch mein Fehler. Ich wollte ein Lichter. Ja, so ist es, wenn man rechts und links vertauscht. Das kann passieren. Angesichts der vielen Lecks, die das Schiff zweifellos noch hat, sollten wir... Halt einfach mal die Klappe. Okay. Ich hab keine andere Wahl. So lädt man es tot. Die Hände in dritte Schlüssel. Was für ein großartiger Fleck Ozean das ist. Ja, ne? So voll von nichts. Ich will eigentlich... Wo die den Schlüssel jetzt versteckt? Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Ne, zum Letscher gehe ich nicht. In die Küche? In dem Saustall kann ich viel verstecken. Guck mal! Da ist er! Oh, guck mal, die haben mein Look. Die haben mein Look zugenachert. Matsch mal, ich komme da nicht mehr raus. Wie kriege ich jetzt den Schlüssel? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar kann ich das endlich mal verwenden. Da gut, da gut. Braves Huhn. Beiß mir nicht die Finger ab, okay? Ich auch ein bisschen. Oh, ich habe Katzen mehr. Sorry. Hat nur für das eine Hühnchen gereicht. Tut mir leid. Obwohl, du wärst noch, ne? Wieso bin ich? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Die wollt einfach ungestört. Ich überlege gerade, ob ich diese Geschichte in meine Memoiren aufnehmen soll. Vater. Nee, das nehmen wir nicht in deine Memoiren auf. Du hast eine Quizcard. Ja, die nehmen wir mal. Das könnte ich übrigens auch mal wieder machen. Sollen wir noch ein bisschen einstecken? Ich hab das Gefühl, fühlt sich so leer. Ah, ohne nichts wie raus hier, bevor ein Siletschak findet. Oh ne. Also sagt der Schrubbi, der Mob oder der Eimer? Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun könnte. Warum dauert der Zauberspruch so lange? Entspann dich. Layla weiß, was sie tut. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Willst du mich oder meine Mutter beleidigen? Ja. Na, das klingt doch lohnenswert. Ich nehme mal die Verpäpfe. Och, schade. Ich kann ein bisschen Hühnerfutter reinmachen. Ich hätte einfach jetzt Lust, was anzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Och, kommt schon. Das ist nicht fair. Okay. Hast du was wert? Nix wie ab jetzt. Ciao. Okay. Och nee, die Folge geht erst mal eine Minute. Nee, dann müssen wir, dann machen wir, dann gucken wir, was auf Mili einem passiert ist. Also ich brauche noch 2 Schlüssel. Wieso eigentlich 2? Wo ist denn der 5? Ich habe den von der alten Dame. Ich habe den von der Schlosserin. Der von der Eiskönigin fehlt noch.
Und ich habe den von der Piratin. Okay. Hi. Hey, Junge. Ich habe eine Warnung für dich. Eine Warnung? Du bist in Gefahr. Eine stämmige kleine Geisterfrau ist mir auf die Schliche gekommen und hat mich übel zugerichtet. Sie hat mir meinen goldenen Schlüssel weggenommen. Oh nein! Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich gebe das Geheimnis auf. Du solltest auch aussteigen. Danke für die Warnung. Ich glaube, ich habe deinen Schlüssel gefunden. Das ist gut. Du bist jetzt der Aufpasser. Ich brauche die Gefahr nicht. Ich habe 3 goldene Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Erinnere mich noch einmal daran, was du darüber weißt, wo die goldenen Schlüssel sein könnten. Nun, die böse kleine Geisterdame hat meinen genommen. Die alte Mrs. Smith hatte einen. Ich schätze, sie hat ihn in ihrem Nachlass vererbt. Da ist der, den Bella Fischer hatte. Der muss jetzt auf dem Grund des Ozeans liegen. Einer irgendwo auf Bermuda und einer auf Terra Island. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sie alle zu sammeln, so scheint okay. es. Man sieht sich. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, wenn ich die aufschließe. Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich. Okay, da gehen wir jetzt nicht. Nein, 3 Schlüssel habe ich. Also Anna liegt auf Terra Island und Anna ist die Eiskönigin. Die Eiskönigin hebe ich mal ganz zum Schluss auf, weil da muss ich ein paar Prüfungen bestehen. So wie sie der Hilfe stand und da ich gar keinen Bock drauf. Auf nach Terror Island. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ach nee, da waren die, ne? Da erwartet uns mit Sicherheit einiges. Und ich würde sagen, das eignet sich sehr gut für einen Cut, auch wenn es jetzt erst 12 Minuten sind, aber es eignet sich dennoch sehr gut für einen Cut. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Ciao.